Ja, Gruß, hallo, ich begrüße dich zu einem Zahlenvideo. Es geht um die sogenannten blauen Zahlen und roten Zahlen. Ja, das ist eben das, was ich so schätze an einer ganzheitlichen Numerologie, die weit über die Grundzahl der Quersumme hinausgeht. Das kennt ja die Hobby-Numerologie nicht. Eben in den Bildern, weil das ist ja das geniale Dreiheitsprinzip, Geist, Seele, Körper, oder besser gesagt Kopf, Psyche, Körper, ist besser zu verstehen. Also wir können mit den Zahlen, hast du vielleicht selbst schon erlebt, wenn du bei mir Ausbildung hattest oder zum Beispiel eine Sitzung, eine persönliche Auslegung, sonst kannst du das gerne irgendwann mal nachholen. Also das begegnet dir dann eben in den Bildern, im Geistbild, im Seelenbild, im Körperbild. Ja, da gibt es eben zwei verschiedene Zahlensorten. Also es gibt blaue Zahlen, oder wenn du hier das Geistbild siehst, also Position mit blauen Zahlen, Position mit roten Zahlen, dann gibt es zum Beispiel eine dritte Positionsart, hier auf der Position 1, Position mit blauen und roten Zahlen, und dann gibt es noch eine vierte Position, bei mir zum Beispiel die Position 7, wo keine blauen und roten Zahlen drauf sind. Ja. Eben, das ist eine Genialität, oder? Wenn mich Leute fragen, ja, was ist denn speziell an dieser Lehre, ist ich eben das Dreiheitsprinzip, und neben diesem Dreiheitsprinzip, dass es eben sogenannte blaue und rote Zahlen gibt, die übrigens mit deinen Geburtstagszahlenkräften zu tun hat. Also wenn du, wie ich, an einem 19.04.63 geboren bist, dann gibt es in den Bildern 5, also die 19 nehmen wir da nicht dazu, also die 19, also die Jahrtausend und die Jahrhundertzahl, also die Jahrtausendzahl 1 und die Jahrhundertzahl 9, also 1900, also das nehme ich nicht dazu. Einfach die 19 bei mir, also die 1 und die 9, dann die 4 und dann die 6 und die 3. Also ich bin an dem 19.04.63 geboren. Also 5, das gibt dann eben 5 blaue Zahlen und 5 rote Zahlen in den Bildern. Allerdings, das führt jetzt hier zu weit, gibt es im Seelenbild und Körperbild entsprechende Umwandlungen. Das ist auch eine Spezialität dieser ganzheitlichen Lehre. Ich wollte dir einfach sagen, falls du dir dann mal so ein ganzheitliches Numerologie-Horoskop machen lässt, also falls du das noch nicht machen lassen hast, also, dann sprechen wir eben darüber, dann ist das etwas ganz Wichtiges eben. Diese blauen und rote Zahlen, die Farbe zeigt es schon, also es ist nicht einfach Zufall, blaue oder rote Zahlen, weil, also grundsätzlich kann man das so sagen, sowohl die blauen wie auch die roten Zahlen stellen Möglichkeiten, Stärken, Potenziale dar. Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Nur, jetzt gibt es einen gewichtigen Unterschied. Dort, wo der Mensch die blauen Zahlen stehen hat, da geht es meist länger, bis dort die Stärken dahinter, das Potenzial, da, man kann auch vom Potenzial reden, weil vieles bleibt einfach oft lange Zeit verborgen, oder viele Menschen, die leben ihre blauen Zahlen gar nicht richtig. Also die blauen Zahlen und die roten Zahlen, also beide stellen Möglichkeiten, Stärken, Potenziale dar, nur sind die blauen Zahlen, das zeigt eben auch die Farbe, statt zunächst, wenigstens. Oft, sagen wir mal so in den ersten 2, 3, 4 Lebensjahrzehnten, sind die statischer Natur. Also der Mensch weiß gar nicht richtig oft, dass er da noch einige größere Möglichkeiten, Stärken vorhanden hat. Also da musst du selbst was dazu tun. Also dort, wo du in den Bildern die blauen Zahlen hast, das geht oft einfach nicht von alleine. Das sind oft Möglichkeiten, Stärken, Potenzial, die im Hintergrund eben anzutreffen sind, nicht sofort sichtbar sind, darum eben die Farbe blau. Und dann die roten Zahlen, die Farbe rot, du kennst ja das vielleicht von der Farbenlehre her, also rot, das ist anregend, stimulierend, nicht? Und da sind dort, wo die roten, dort, wo du in den Bildern die roten Zahlen stehen hast, das ist dann sozusagen, das sind Stationen, wo du sozusagen automatisch, auch nicht immer, gell, aber in der Regel wirst du mehr oder weniger automatisch auf diese und jene Möglichkeiten stärken geführt. Das ist einfacher, das zu erarbeiten und zu leben. Ja, es gibt natürlich dann noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die eben mit den blauen und mit den roten Zahlen
wichtig sind, zu sehen, zu verstehen, was ich dir sehr gerne erklären kann, also wenn du eben daran interessiert bist. Auf alle Fälle ist das eben wichtig zu verstehen, zeigt das eben diese Komplexität, dieses Ganzheitliche, dass es das überhaupt gibt. Und was ich zum Beispiel besonders viel habe in meinem Geburtsbild, darum bin ich auch von innen her so stark gedrängt, dieses und jenes zu verstehen oder zu machen. Es gibt eben dann Positionen, wo Blau und Rot zusammenstehen, das habe ich jetzt in jedem Bild, besonders aber im Geistbild. Wenn eben die blauen und die roten Zahlen zusammenstehen, ist das eine sogenannte Zwangskonstellation, oder da gibt es Zugzwang, die entsprechende Aufgabe möglichst gut zu erfüllen. Sowieso in den Bildern oder in dieser Lehre ist es so, dass du in den Bildern vier verschiedene Aufgabenstellungen hast. Also vom Prinzip her einfach, oder sagen wir von der Priorität her, was ist von der Priorität her am wichtigsten? Ja, also vier Prioritätsstufen hast du, hat jeder von uns. Und ja, also blau-rot, blau-rote Position ist die höchste Prioritätsstufe, blau die zweite, rot die dritte, und dann gibt es auch Positionen, wo keine Zahlen draufstehen, das ist dann die vierte. Also du musst eben sehen, dass in dieser Lehre, streng genommen, also für jedes Bild, Geistbild, Seelenbild, Körperbild, gibt es 10 Aufgabenstellungen für jedes Bild. Also sozusagen 30 Aufgabenstellungen, aber längst nicht jede prioritärer Natur. Ja. Also, ist natürlich klar, wenn du keine Ahnung hast oder einfach von dir her, also nützt dir das vielleicht nicht so viel jetzt, eben diese blauen und roten Zahlen. Ich wollte es dir nur mal sagen, weil das begegnet dir immer wieder mal, wenn du zum Beispiel meine Homepage siehst, wenn du auf meinem YouTube-Kanal die Zahlen betrachtest von 1 bis von 0 bis 113, ist immer so ein ganzheitliches Numerologie-Horoskop dabei, wo eben das drauf ist, eben diese blauen und roten Zahlen. Ich wollte dir einfach mal so ein bisschen aufzeigen, was es auf sich hat. Wie gesagt, also du kannst dich da gerne melden, ja, für die Ausarbeitung von einem solchen genialen Numerologie-Horoskop, ob das jetzt mündlich ist, bei mir, oder via Zoom, also Skype, oder ob das eine schriftliche Geburtstagsauslegung ist. Du weißt, ich bin der ganzheitliche Numerologie-Experte und ich bin gerne für dich da. Und ich freue mich, dass du dich an Zahlen erfreust, ja, wenn man das so sagen kann. Und also ich wünsche dir weiterhin viel Spaß, viel Freude, viel Interesse für diese ganzheitliche Lehre. Also sicherlich, also um das nochmals zu betonen, sicherlich hast du, wenn du schon länger Videos anschaust, hast du gecheckt, dass du eben weit mehr bist als nur eine 2 zum Beispiel oder eine 5 oder eine 8 oder eine 9 oder sonst etwas. Ja. Okay, ich danke für deine Aufmerksamkeit und bis bald in einem anderen Video.